Assalamu alaikum, mein Name ist Maryam Abdallah. Ich bin 23 Jahre alt, studiere in Berlin Arabistik und komme auch aus Berlin. Imam Hussein a.s. ist für mich Sinnbild für höchste Opferbereitschaft. Er ist die Verkörperung von Mut und Aufstand gegen die Ungerechtigkeit. Für mich persönlich hat Imam Hussein a.s. gezeigt, dass man zur Wahrung der Religion Opfer bringen muss und dass man auf dem Wege des Koran bereit sein muss, auf alles zu verzichten. Es ging damals nicht darum, einen äußerlichen Sieg zu erlangen, sondern darum, ein moralisches Beispiel für uns zu setzen. Imam Hussein a.s. hat mich auch Dankbarkeit gelehrt. Dankbar zu sein für jeden einzelnen Schluck Wasser, den ich trinke. Imam Hussein a.s. hat mich dahingehend geprägt, dem Materiellen dieser Welt keinen großen Wert beizumessen. Denn auch er blieb von den Reizen dieser Welt unberührt und entschied sich für ein Leben in Würde und erhobenen Hauptes statt in Schande. Und Imam Hussein a.s. ist unter anderem insofern ein Vorbild, als dass er die höchste Stufe der Ergebenheit gegenüber Allah erklomm, nämlich jene Stufe der Demut, auf der Diener dazu bereit ist, sein Leben voll und ganz dem göttlichen Gebot unterzuordnen. Dies alles hat mich Imam Hussein a.s. gelehrt.